Was sehen und hören meine entzündeten Ohren und Augen denn da? Nach mehrmaligen Versuchen, wo steckst du? Ich bin in der Nähe vom Gärtner, wo bist du? Oh, dann kann ich da irgendwie hinkommen. Ich bin bei diesem komischen Bahama Mamas Müll, whatever. Buonasera. Was soll ich sagen? Was ist eigentlich mit dem Pisa passiert? Der ist so aktiv. Uninvite, oder? Würde ich auch sagen. Lass mal einfach in den Stripclub. Stripclub, ja genau. Mhm. Moment. Jairo! Jairo! Hey, oder so muss das sein. Ja. Jairo, buonanotte! Guck mal, ob der Pfarrer noch da steht. Hat er die gepredigt, oder? Ah, der ist. Der ist noch fit. Der steht sein Mann. Der steht komplett. Hallo? Hey! Ja, buonasera, buonasera. Buonasera, wie du musst laufen? Ja, kein Auto. Wo bist du denn? Dein Papa ist da. Ich bin am Pöltenfeld. Mit dem Benzen. Ich weiß nämlich, ich bin jetzt unter die LKW-Fahrer gegangen. Da musst du doch nicht laufen. Du hast doch dein LKW. Ich bin jetzt unter die Tracker gegangen. Ich hab hier meine Schlafkabine drin und so. Schick mir mal einen Standort, ja. Dann guck ich mal, wie du arbeitest. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Nee, hör auf jetzt, Alter! Was ist denn, dass du mir entgegen joggst? Das hat, ja, wie soll ich sagen, ja? Nehm ich mal einfach mal mit. Bitte. Wo willst du hin? Ja, da wo du hin willst, weil ich hab gerade mein Auto ein bisschen. Ich fahr jetzt verarbeiten, Digga, aber dann fahr ich jetzt erst heim, oder? Ja, alles ist okay. Ja, alles gut. Fahr einfach. Ich muss mich kurz sammeln, ich bin gut. Wie bist du hergerannt, oder? Frag einfach. Hallo? Ja? Ja, musst du das Zeug verarbeiten oder nicht? Ja, willst du mich loswerden? Gut, nein, ich geh sogar mit, wenn du willst. Alter, von wo kam der jetzt? Oh. Hä? Hast du das gerade gesehen? Ja. Von wo kam der denn? Ja, von hinten. Der ist wieder hingegangen. Hey. Jo, Didi, was geht? Verkaufst du ein Auto? Welches? Ich hab mehr. Dein BMW. Nee, Bruder. Der E8 ist Macht. Was? Ja, zeig doch mal den E8, sorry. Den möchte ich jetzt nicht aus der Garage parken, weil ich hab gerade... Alles. $30, weißt du? Hä, da ist der Teufel schon wieder. Wo kommt der, Digga? Wer ist das? Hallo? Jetzt ohne Scheiß, ist er einfach aufgetaucht. Wer ist das, Digga? Ey, du Teufel, du Dreckiger, bleib mal stehen. Du bist der Meister der Tarnung, Alter. Stell dich mal vor, wer bist du? Ey, ups. Jetzt bleib doch stehen, Mensch. Ist dein Haus? Komm aus der Ecke raus, oder? Ach, guck mal, da ist er, Digga. Ich dachte, er ist ins Haus. Du kleiner Schlimm. Aber sofort ja, dein Digga. Messer weg. Wer bist du? Na? Alter, also wenn du eins drauf hast, dann ist es dich tarnen, Alter. Weißt du, was ich gesehen habe, was? Sonny? Ein Aston Martin. Wenn ihr verkaufen wollt, dann müsst ihr den Chef beorten. Das ist der Dealerpreis, ist 2,42. Benzin, what the fuck? Also ich weiß nicht, wie hier gerade... Hat das alle gehört? Hallo, hey, kein... Was ist denn das hier, Digga? Komm, fahr uns doch mal wieder raus. Das ist mir hier alles nicht so. Ja, willst du mitverarbeiten fahren, oder? Ich fahr eine Runde mit dir. Willst du jetzt echt mitfahren? Oh, ja? Punkt? Hast du das gut überlegt? Ja. Guten Abend, buonasera. Was lachst du eigentlich schon wieder los, wenn ich frage? Was lachst du? Nimm scheiß Kröten in die Hand, wenn du da faul läufst. Denkst du, ich geh hier Kröten sammeln oder was? Nee, verarbeiten. Achso, verarbeitet man hier? Was geht, Bruder? Ach, guck bei dir. Ja, bei dir? Nimm mal 5 Kröten raus, bitte. Den erkenne ich doch sofort. Warte, nicht zu sehen. Was soll ich? Ich 5 Kröten, einfach auch kurz auf die Hand nehmen, Digga. Was passiert da? Was passiert, Digga? Immer diese Leute, die noch nie gearbeitet haben. Hör auf, ich habe mein Leben lang gearbeitet, um das zu erreichen, was ich jetzt habe. Wie viele Stunden warst du insgesamt dein Leben im Camper? Genug. Wahrscheinlich. Genug. Kannst du wieder reinlegen. Alles klar, Sonny. Wie lange brauchst du für den Scheiß? Keine Ahnung, Digga. Warte.
Kannst du halt schon flotter machen? Ja, ja, du kannst mir auch einfach helfen, ne? Nee, ich will mich nicht dreckig machen, komm. Und hier verarbeitet man, richtig? Das ist halt die Einweisung, oder was? Tammo. Tammo. Ja, du läufst hier rum wie Falschgeld, Alter. Warum lachen die mich eigentlich alle aus? Kannst du mir das mal sagen? Du kommst hierher und sagst, ist das, und das hier der Verarbeiter? Ja, Entschuldigung, das sind Fragen, die ich stellen muss, wenn ich es nicht weiß. So der einzige Mensch, der das nicht weiß, was das hier ist. Das kann nicht sein. Du kannst mir nicht sagen, dass die neu eingereisten wissen, was das hier ist. Ja doch, höchstwahrscheinlich wissen die es schon. Kollege, bleibst du Englisch? Ja, was? Lass die Leute am Heute in Ruhe. Wer bist du Englisch? Ein Mensch. Echt? Oh. Ich dachte, das ist ein Elch. Das geht leider noch nicht. Jo. Dann auf jeden Fall Malochen. Jo, rein. Hau rein. Ich glaube, die Leute brauchen hier ein bisschen Antrieb. Es ist gut, dass ich hier bin. Komm da mehr in die Gänge. Malochen. Wir sind fertig. Alter. Ja? Gut. Ja, ja. Dampf. Arrivederci, mach's gut, schönen Abend. Eine Stichprobe wäre auch nicht schlecht, oder? Warte mal ganz kurz, so eine Stichprobe. Oder ist das zu viel jetzt? Umweltbeauftragter Montana. Ja, guck rein. Nee, nicht hier, bei dem anderen. Ach. Chef, darf ich da mal reinlunzen? Nur mal reinlunzen. Ah ja, schon ran. Ja, auf zu zinken. Nee, ich zink nicht, das siehst du. Was, warum sind die einen eigentlich grün und die anderen braun? Kannst weil du das? Die alle gehäutet sind, die anderen nicht. Was bringen die Gehäuteten? Mit denen kannst du E4 machen. Steig eine, du zeigst dir. Ah, und die grünen nicht? Nein, die grünen müssen noch gehäutet. Wie häute ich die? Indem du dorthin gehst und den E-Muskel drückst. Ah, ach so ist das. Okay. Ach, sammeln tut man ja woanders, gell? Ja, am Blütenfeld am besten, ja. Ah, danke, gell? Willkommen. Danke. Ey, au, das ist der Falsche, sorry, ey, ich wollte hier gar nicht her. Wo ist denn jetzt mein Tammo hier? Ach, da steht der. Sorry, ich hab mich vertan, das war der Falsche. Cool. Oh, Junge. So, und das ist halt, weißt du, was ich meine, Tammo? Es dauert alles so lange. Ja, aber erzähl mir mal, wie soll ich mir denn ein Auto leisten, was du mir nicht gibst, wenn ich das nicht mache? Echt? Bitte? Ich habe dich gerade akustisch nicht wahrgenommen. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Wie ich mir sonst ein Auto leisten soll? Ja, du, keine Ahnung. Ich habe dafür keine Erfolgsrezept. Ja? Dann soll ich einfach wie du läufst du eigentlich erben. Hin? Ja, verarbeiten. Ach so. Wer ist eigentlich die Dame? Die kann für mich arbeiten. Darf ich mitlachen? Ja, selbstverständlich. So. Das geht gar nicht, weil ich sehe das nämlich. Du bist hier auf jeden Fall ein fauler Socke. Wer bist du eigentlich? Hallo? Nee, das würde ich als Arbeitgeber so nicht unterstützen. Bin ich ganz ehrlich jetzt. Offen und ehrlich. Ja, so ist das nämlich. Und genau deswegen warte ich 5 Stunden auf mein Meth. Oder auf meine EFI oder was auch immer. Es ist leider so. Tammo, gib mir einfach mal recht jetzt. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, ist so. Ich kann es nicht akzeptieren. So. Moment. Was sehen und hören meine entzündeten Ohren und Augen denn da? Nach mehrmaligen Versuchen, wo steckst du? Ich bin in der Nähe vom Gärtner. Wo bist du? Ich bin bei diesem komischen Bahama Mamas Müll, whatever. Buonasera. Was soll ich sagen? Ach, der Donne kommt hinter dem Berge hervor und hüllt die gesamte Stadt in den goldenen Schleier, der dann auch noch die Haut bräunt. Nun denn, für den, der es mag. Heute hat mir kein Geld gegeben und ich war aber auch nicht in der Laune mehr oder irgendwas jetzt. Weil du weißt, wie es ist. Ich könnte mir wieder alle holen. Dann, Können wir jetzt fahren, bitte? Ja, ich mach es zu dir. Ja, Jado, warte. Wir holen kurz den Porsche. Ja. Der Typ neben dir, der da hinten drin sitzt. Das ist der Priester Jairo. Ja, ach nee, sag bloß. Der hat aber nur Söhne. Ich hab nochmal nachgedacht. Was ist eigentlich mit dem Priester passiert? Der ist so aktiv. Uninvite, oder? Würde ich auch sagen. Lass mal einfach in den Stripclub. Stripclub, ja genau. Sollen wir ihn am Stripclub rauslassen? Moment. Jairo! Hey, oder so müsste es sein. Ja. Jairo, buona notte. Aber er steht noch stabil für. Sei ehrlich. Boah, können sie nicht aufpassen. Und so weiter jetzt. Ja, ein bisschen zu frech, ne? Fuck you, man. Wenn du Gangster, dann weiter jetzt. Alles zu K1. Nichts. Ey, die wollen dich. Warte mal, ich muss kurz. Der Porsche-Fahrer, der belästigt die Leute da vorne. Oh. Gerade mal weg. Da vorne links. Ja, komm, wir.
angeguckt. Das ist dein Freund und Helfer, Digga. Und deswegen spuck ich auf diese Polizei. Jetzt angenommen, du würdest mich wirklich belästigen, ja? So. Die würden sich nicht drum kümmern. Und deswegen rotte ich diesen Staat aus. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, der Porsche-Fahrer da vorne belästigt uns. Und was machen die? Die fahren weiter. Und das nennt man ein Freund und Helfer, Alter. Ich spuck auf diese Polizei. Ich beschwör mich. Ey, wisst ihr, was wir gleich noch machen können? Ob der Priester überhaupt noch da steht, wo er steht. Guck mal, ob der Pfarrer noch da steht. Alter, die gepredigt oder? Ah, ey. Der ist noch fit. Der steht sein Mann. Der steht komplett. Alles gut, Jairo. Alles wird gut. Der wundert sich später, wenn er aufwacht oder was auch immer er tut. Der steht. Jairo, lass dir schmecken. Was? Im Auto, im Kofferraum. Das Auto wackelt bei mir nach vorne und hinten. Ich glaube, im Kofferraum geht's ab. Meinst du, da passieren böse Dinge? Also, Tamo, guck mal, du weißt es doch, wenn Mama Bär und Papa Bär sich ganz doll lieb haben, oder? Nee, hat Papa mir noch nicht erklärt. Wenn Mama Bär und Papa Bär sich ganz doll lieb haben. Ja, soll ich dir zeigen, wo Mama ist? Wo denn? Ja, so, nee, fahr mal zum Anwesen. Nee, ich zeig's dir, wo Mama ist. Fahr mal die Yakuza-Straße hoch. Ist deine Mama? Nee. Ihr habt mehrere Mütter, das wisst ihr, gell? Was? Ja, ja. Da vorne musst du jetzt links. Ihr habt mehrere Mütter. Mehrere Frauen haben euch auf die Welt gebracht. Ein Arm kam von her, ein Fuß kam von der. Auf der linken Seite liegt Mama. Ja, da liegt die eine Mama, das ist richtig. Und warum? Die liegt da. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war Mama machen so, Sonny machen so. Unfall. Wollen wir nochmal vorher gucken, ob Jairo noch da steht? Ja, ich mach mir Sorgen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, dem geht's gut. Geht's gut. Warte, ich muss die Kinder mal kurz schlafen legen, ne? Ja, mach das. Ich wollte eigentlich auch langsam. Ja, den hab ich dir zu Weihnachten letztes Jahr geschenkt. Ja. Dann ab ins Bett, los. Du auch? Tamo, und du willst auch schlafen, richtig? Mhm. Ja, dann geh mit Tamo ins, mit Francesco ins Bett, okay? Lorenzo ins Bett. Aber Tamo so auch. Geht gemeinsam schlafen, okay? Na. Ihr kleinen Rabauken. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Lieb, Papa. Streichelt euch in den Schlaf und denkt immer an mich. Ja, ab, ich lieb. Legenden besagen übrigens auch, by the way, dass Jairo immer noch am Stripclub steht. Ich wollte es gerade sagen. Wir wurden von Borders umgesetzt. Ach, guck mal, der. Ja, der steht da schon seit 3 Stunden. Er steht sein Mann, Bruder. Jairo. Und dort mussten sie schuften, tagelang, wochenlang, in absoluter Hitze. Ich hätte ja schon 3 Stunden. Dem geht's gut. Der hat das gebraucht hier, eine Auszeit, Mann. Ja. Ach so. Ist ja nach 3 Stunden immer nur so für den Supermann. Der steht komplett sein Mann. Hast du mir gerne gesagt, Jairo ist immer noch am Schupfen? Lass mal die Legende nochmal abchecken. Okay. Die Legende. Jairo, das allwachende Auge, Digga. Wie gut, dass wir auch immer noch auf ihn aufpassen, Alter. Ja, normal. Jairo, du stehst immer unter unserem Schutz, Mann. Ich schwör auf alles, ja. Pass bitte auf den Stripclub auf, okay?